Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges erlebt. Wir sind häufig gestorben, vielleicht, eventuell. Ja, war ganz toll. Denn wir sind ganz nach oben, also wirklich an den höchsten Punkt dieser Stadt hier, geklettert, haben uns durch die ganzen Viecher da gekämpft und was weiß ich. Und den Sendeempfänger da angebracht. Und somit hatte Momo die Möglichkeit, nämlich jetzt ein Signal zu den Außenweltlern, zu, ich glaube, zu Balthasar, aufzunehmen. Und er hat uns gesagt, dass die Möglichkeit, um hier aus den Slums rauszukommen, weil hier dieser Aufzug funktioniert ja nicht da hoch, die Kanalisation ist. Nur ist die Kanalisation der gefährlichste Ort hier in den Slums, weil da überall diese kleinen, heißen sie Zorks? Zorks? Sind. Das ist natürlich lebensgefährlich. Allerdings hat Doc, das ist auch einer der Außenweltler, von einer Waffe gesprochen, wie man diese Zorks besiegen kann und besiegen, töten, was auch immer kann. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir dem guten Momo folgen sollen, genau. Denn der Doc scheint ein geheimes Labor, hier ist schon wieder eine Papiertüte, du. Ein geheimes Labor zu haben, wo er immer, wo er an dieser Waffe sozusagen gearbeitet hat. Und ja, wir folgen ihm jetzt einfach mal, lange Rede, kurzer Sinn. Wie er da einfach so durchläuft. Er ist immer noch sauer und putzt sein Ding. Oh, guck mal, wir machen immer noch Pfotenabdrücke. Sweet. So, was ist hier? Habe ich das schon mal gelesen gehabt? Ich weiß es nicht. Ankündigung. Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bringen sie mir. Ich bin in der Nähe des Aufzugs. Morusk. Ja, wir haben sogar noch ein Notenblatt, was wir dem geben. Was wir ihm geben müssen. Genau, da sind wir stehen geblieben. Komm schon, Seamus, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Ich kann da irgendwie rein, glaub mir. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Seamus, was aber verständlich ist. Er will nichts mehr von den Außenwärtern hören. Mir will er nicht helfen, aber du... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja? Wir gehen jetzt an irgendeinen hinteren Ort und dann quetsche ich mich da... Ah! Ja. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeig es Seamus. Alles klar. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das geheime Labor, kleiner Außenwettler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Jawohl. Gut, dann quetschen wir uns da mal durch. Ist Seamus hier schon irgendwo? Ah, er schläft. Oh, er erschreckt sich. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt. Durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Uno momento. Hier. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh, wie es hält. Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung? Aber wo? Was soll ich Ihnen denn jetzt zeigen? Poncho? Poncho. Einfach so den Poncho zeigen. Ich glaube, ich muss ihm gar nichts zeigen, oder? Jetzt lässt er mich hier bestimmt einfach suchen. Ich liebe diese Dinger. Ich finde das richtig toll. Was liegt denn da oben? Seamus. Ach du liebes bisschen. Warum hängen hier 4 Uhren? Ich muss ja eigentlich nicht nochmal mit ihm sprechen, oder? Oh. Oh Gott. Okay. Ich mache einfach mal Bilder kaputt, so mäßig. Irgendwo dahinter ist bestimmt. Aha, das war ja klar. Digi-Code benutzen. Aber ich habe doch gar keinen Code, ne? Mir fehlt doch der noch. Ja, wollte gerade sagen. Wo soll ich denn wissen? Ah, das ist bestimmt ja auch hinter irgendeinem Bild. Wie sie sich immer erschreckt.
Und es ist echt hier, guck mal. Ah, das kannst du bestimmt entziffern. Die Zeit wird es zeigen. Ah, haha, deswegen hängen dann diese Uhren. Dachte ich mir schon. Okay, also wir haben 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Soll ich nochmal mit dir darüber reden? Dieser Code ist mir noch nie aufgefallen. Wie konnte ich ihn nur übersehen? Ich habe keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. Nicht schlimm. Es ist 2, 5, 1, 1. Ich krieg das hin. 2, 5, 1, 1. Ha, sag ich ja. Oh. Ja, geh du mal zuerst rein. Oh, was ist das denn da? Ah, das ist so ein Zirk. Ah, okay, der hat den Gefangenen untersucht. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Oh mein Gott, hier sind überall diese Zirks. Diese Baupläne, die müssen für seine Zirkwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Oh nein. Wie sad. Also ich meine, er müsste ja bestimmt noch leben, oder? Wenn die anderen leben. Ich glaube, wir reden erstmal mit ihm, oder? Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ach so. Ja, warte mal hier. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Zeugs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Entschuldigung. Okay, was haben wir hier? Das ist so eine Zirksmalerei. Beobachtungen. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Ach, so kann ich hoch und runter scrollen. Wow. Da hätte ich das mal früher gewusst. Reagieren auf das grelle Licht. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Das habe ich auch schon mitbekommen. Am Anfang dachte ich mir noch so, oh, was ist das denn? Und dann plötzlich so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich meine, da leuchtet so gelb. Das sieht aus, als wäre hier irgendwas. Und ist da was drin gewesen? Nö. Wow. Hä? Was war denn das jetzt? Sinnvolles. Die Fluxor-Bauplan. Ah, ich lasse ihn erstmal labern. So. Die Fluxor-Bauplan. Also so soll dieses Gerät heißen anscheinend. Konzept lichtgeschützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität, Aussehen, Größe, Dezibelausstoß. Hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Ziel, Vernichtung von 20 Zergs pro Sekunde. Boah, das ist schon mal richtig nice. Hast du ja etwas Interessantes gefunden? Gefunden? Gefunden nicht. Nö. Ich so, ich verlasse das Spiel. Gefunden? Gefunden im Sinne von Gegenstand gefunden? Nee. Bislang nicht. Bislang nicht. Was soll ich denn finden? Ich habe eine Information über die Waffe gefunden. Ich muss mal die Taschenlampe benutzen. Damit ich ja auch mal was sehe, mein Gott. Hier ist es so dunkel. Hier sind überall so Zergs. Was auch irgendwie eklig ist, oder? Also er will, dass ich hier irgendwas drin finde, oder was? Sehe ich so aus? Kann ich da nicht hoch? Scheint nicht. Was soll ich denn hier drin finden? Ich meine, ich habe eine Kiste runtergeworfen, aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was mir das gebracht hat. Hier ist ja nichts. Und in der Kiste ist ja auch nichts. Ich weiß gar nicht ganz, was hier von mir verlangt wird, um ehrlich zu sein. Steht noch was hier zu? Hier ist das Kaffee. Das ist ein Sicherungskasten. Aber damit kann ich auch nichts machen.
Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Okay. Vielleicht ist da irgendwas drin. Ah. Kaputte. Oh, was steht da? Kaputter Peilsender. Ich habe einen kaputten Peilsender gefunden. Hey, Siemens? Ja, ich habe was Interessantes gefunden. Einen kaputten Peilsender. Bitteschön. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Ja. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Hm. Du brauchst eine Waffe für die Zeugs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir. Ich öffne die Tür. Okay. Aber ich muss hier noch Sachen angucken. Ach nee, das war der Code. Ja, ja, okay. Aber ich muss gucken, ob da sonst noch irgendwas ist. Ich habe mir hier noch gar nicht alles angeguckt. Komme ich da nicht hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Hallo? Ja, ich will mich schon noch ein bisschen umgucken, okay? Aber hier gibt es eigentlich gar nichts, ne? Ja. Es ist so richtig so, du schaffst das. Du musst diesen Peilsender reparieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der dir weiterhilft. Naja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Momo, oder? Wo war nochmal die Bar? An dem sind wir vorbeigelaufen, auf jeden Fall. Der Arme. Der hat aber noch nicht so viel Spaß. Was macht der da oben eigentlich? Oh. Pflanze. Wir gehen erstmal zu Momo, würde ich sagen, oder? Der hat doch Ahnung von sowas. Momolein. Es gibt ein Update. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Siemens etwas Interessantes herausgefunden? Peilsender. Ein interessantes Gerät. Aber sieht kaputt aus. Vielleicht kann jemand aus dem Dorf helfen, es zu reparieren. Hast du in der Bar gefragt? Ihn da? Ich kann natürlich erstmal den Barkeeper fragen, weil ich glaube, der kann uns am wenigsten helfen. Hallo, Jacob. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Hier, Peilsender. Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt, nur ein bisschen, naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Ach so, da war ich doch schon. Sein Büro ist gleich links von hier in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Ja, ich kenne Elliot. Ich dachte, wir müssen hier jemanden neuen finden. Oh, Musik ändern. Hallo. Willst du etwas? Peilsender. Peilsender? Ich weiß nicht, wie man sowas repariert. Vielleicht hat der Barkeeper eine Idee. Ja, ich habe ihn schon gefragt. Wir müssen mal wieder zu Elliot. Wir waren doch schon mal bei Elliot. Wo geht's denn zu Oma? Hier geht's zu Oma. Naja, dann gehen wir mal hier lang. Irgendwo hier war Elliot. Hier, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß, ich war ja hier schon. Wir haben den guten Elliot doch schon getroffen. Er hat uns doch geholfen, einen Code zu entziffern. Hallo, 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 dankeschön. Gehen wir mal wieder zu Elliot. Oh, uiuiui. Da ist er. Irgendwo muss ja noch eine Erinnerung sein für den guten B12. Hallo, Elliot. Ja, könnte ich dir helfen? Ja, du kannst den Peilsender reparieren. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tohima BR2000. Ah, ja klar. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man ihn repariert. Aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Das ist kein Problem, denn wir haben doch diesen Poncho von Oma. Oma hat uns auch diesen tollen Poncho gestrickt. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, sie hat so gemeint, das ist perfekt für einen frierenden Roboter. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welcher Roboter hier friert. Bitteschön. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Na klar.
Oh, süß. Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila, wie es auf zwei Tastaturen gleichzeitig tippt. Perfekt, reparierter Peilsender. Na bitte, Kleines, viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Dankeschön. Oh, voll süß. Elliot, der Liebe, ne? Der hilft uns immer, wo er kann. Achso, ich komme ja nicht mehr raus, gell? Ah, ne, er hat die Tür. Ne, er hat die Tür wieder zugemacht. Ja, okay. Der schläft ja immer, der Gute. Uch, da muss ich hier wieder durchs Fenster. Jupp. 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 So. Dann zu Seamus. Wo wohnte der nochmal? Ich habe schon wieder die Orientierung verloren, oh mein Gott. Sollen wir zu Seamus gehen oder zu... Ne, eigentlich müssten wir zu Seamus gehen, ne? Hier lang, oder? War es nicht hier irgendwo? Ah ja, es stimmt hier. Hier ist der Gute. Seamus? Hello? Oh, was schaust du dir denn da an? Ich würde gerne auf den Tisch springen. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Jawohl. Du hast es geschafft, du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann das einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Gut, meine Freunde. Ich werde was sagen. Wir folgen dem lieben Seamus erst beim nächsten Mal und werden auch beim nächsten Mal erst herausfinden, ob Doc, also sein Vater, noch lebt und wo es denn so weiter hingeht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge von Stray. Ciao!